spielt euch TikTok manchmal auch die weirdesten Videos aus und ihr fragt euch, was ist los mit den Menschen? Nun, eigenartige Videos haben Menschen tatsächlich schon immer von sich gemacht. Seht euch dazu mal Fred Tape von Peter Campos an. Als einer der Begründer der Videokunst zählt Nam June Paik. Er hat schon 1963 Fernsehgeräte im Raum einer Galerie verteilt und die Bilder auf dem Bildschirm mit Magneten verzerrt. Er war auch Teil der Fluxusbewegung, deren Grundsatz es war, die elitäre Welt der hohen Kunst zu verspotten und Kunst den Massen zugänglich zu machen. Weitere bekannte VideokünstlerInnen sind diese und diese. Und natürlich noch viele mehr. Ungewöhnliche Performances und Bilder zu verzerren waren der Anfang. KünstlerInnen entwickelten neue Tools, um Effekte zu erzeugen, in einer Welt, in der es noch keine Filter gab. Heute haben wir alle möglichen Tools und Filter immer auf dem Handy dabei. Aber wo ist die Grenze zwischen Kunst und Content? Sehen wir uns ein Video anders an, wenn wir es im TikTok-Feed sehen oder auf einem Screen im Museum? Ist TikTok eine Möglichkeit für KünstlerInnen, von ihrer Kunst zu leben, unabhängig von Galerien und Museen? Wie seht ihr das?